Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute mit einer neuen versteckten Errungenschaft unter Wunder der Welt. Sie heißt Gelehrte aus Sumeru. Beantworte 6 verschiedene Fragen richtig. Und diese Errungenschaft ist wie so oft gekoppelt an einen täglichen Auftrag, ebenfalls natürlich in Sumeru. Der Auftrag heißt Kleine Frage von der Akademie. So, es gibt 2 Sachen, die ihr wissen müsst. Das erste ist natürlich erstmal, wie bekommt ihr den Auftrag? Ihr müsst in eure Abenteuerlizenz gehen und müsst hier bei Missionen oben Sumeru auswählen. Wenn ihr das gemacht habt, dann bekommt ihr tägliche Missionen in Sumeru und damit bekommt ihr auch irgendwann den Auftrag, kleine Frage von der Akademie. So, wenn ihr jetzt den Auftrag bekommen habt, dann könnt ihr die Errungenschaft beim ersten Mal bekommen. Das Ganze funktioniert so. Ihr bekommt 3 zufällige Fragen gestellt. Aber ihr müsst 6 richtig beantworten. Also insgesamt gibt es 6 verschiedene Fragen, die ihr alle einmal nur richtig beantworten müsst. Und um sie richtig zu beantworten, bei nur einem Mal, wo ihr den Auftrag bekommt, ist, ihr beantwortet 2 Fragen richtig, dann macht ihr das Game zu. Dann startet ihr das Game neu, ihr könnt den Auftrag neu starten, ihr bekommt wieder 2 zufällige Fragen, also die ersten beiden halt, könnt die wieder richtig beantworten, schließt wieder das Spiel und das macht ihr so lange, bis ihr alle 6 Fragen bekommen habt. Dabei ist halt wichtig natürlich, dass ihr euch auffragt, welche Fragen hattet ihr schon und so und halt auch die Antworten natürlich wisst und ja, das ist es eigentlich. Und die Antwort auf die 6 Fragen, die sage ich euch jetzt auch noch und zwar sind das die folgenden Fragen. Beziehungsweise die Fragen sind eigentlich egal, die Antworten sind relevant. Also das Institut mit den meisten Forschern ist Amurta, dann wird nach einem spezifischen Institut gefragt, Spantamat. Was ist der Name dieser Barriere? Samielbal. Was ist der Name des Baumes, der die Akademie trägt? Heiliger Baum. Was ist der Name des Tieres? Oder der Bestie wird vielleicht gefragt, Packtier. Und was ist der Name dieses Monsters? Pilzbestie. Also eigentlich müsst ihr nur nach den Antworten gehen, die Fragen sind vollkommen egal. Es geht um die Antworten quasi. Aber wenn ihr diese 6 Fragen bzw. Antworten alle einmal ausgewählt habt, wie gesagt, das könnt ihr machen. Ihr startet die Quest, beantwortet die ersten beiden Fragen richtig und startet dann das Game neu. Boom, fertig. Und das halt so lange, bis ihr alle 6 Fragen einmal durchlaufen habt. Das kann natürlich recht lange dauern. Die andere Möglichkeit wäre natürlich, ihr macht einfach alle 3 Fragen durch und hofft halt drauf, dass ihr den Auftrag nochmal bekommt und wenn der Auftrag kommt, müsst ihr halt wissen, was die richtigen Antworten sind. Wenn ihr das so macht, könnte es halt aber sein, dass es halt 5, 6, 7 oder im schlimmsten Fall vielleicht sogar 10 Mal braucht, bis ihr alle Fragen tatsächlich bekommen habt. Also klüger ist es wahrscheinlich einfach, das Spiel immer neu zu starten, bis ihr alle Fragen einmal durch seid. Sollte es nicht funktionieren, dass die Fragen nicht jedes Mal, wenn das Spiel neu startet, zufällig neu ausgewürfelt wurden, dann geht es vielleicht nicht mehr. Und diese Info ist schon ein bisschen veraltet, aber normalerweise sollte das funktionieren. Probiert es einfach aus und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück dabei. Wie immer würde ich mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen und ich hoffe auch, wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin sage ich, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.